Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1. Die alte Heimat. Und damit herzlich willkommen. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Oh, jetzt. Schalt ihn aus. Traditori! So, wartet mal, Italiener, bitte. Also, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, Mafia 2, The Definitive Edition. Ich finde diese Edition, also mein erster Eindruck ist gerade, es ist eher ein Rückschritt. Ne? Die erste Version war irgendwie viel besser, also Mafia 1, Definitive Edition, spielt keine Rolle, wir machen jetzt einfach mal weiter. Mein Gott, sind die laut, wartet mal kurz, ich muss sie an meinem Ohr runterregeln, denn ich will ja erstmal Hallo sagen, das ist jetzt die erste Folge. Wir machen weiter. Tommy die Tomate, Angelo ist gestorben. Ihr habt das in der letzten finalen Episode gesehen. Oh, die haben den jetzt tatsächlich umgebracht, ne? Okay, hätte ich vielleicht doch nicht so lange reden sollen. Und jetzt spielen wir Vito. Und die schießen jetzt einfach mal. Also ich muss losgehen, ne? Das ist ja hier Medal of Honor und nicht, haben wir jetzt alle erwischt. Guck mal, der hier. Zack, weg mit dir. Ist da ja noch jemand? Da war doch einer, oder?
War da noch einer? Also, ich, das ist ja nicht Mafia, das ist Medal of Honor, ne, wie ihr seht. Schauen wir mal. Okay. Nee, wir müssen hier rüber, ne? Noch mehr Soldaten, alles klar. Williams, ihr hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Hey, Skeletta, hierher. Alles klar, alles klar, alles klar. Leertaste, also hier wieder mal eine Einführung. Das kennen wir ja mal. Das ist super. Also irgendwie, ne, das war hier Oldschool Medal of Honor. Habt ihr nicht auch die Vibes gerade? Spürt ihr das nicht auch? Was soll ich denn machen, Mensch? Soll ich tatsächlich hier kämpfen, oder wie? Drücke zweimal 1, um eine Handgranate auszuwählen. Rechtsklick und dann, hopp, hier! Oh, sehr schön. Sehr schön. Oh, da kommt der brennende Mann rein, der zweite auch noch dazu. Perfekt. Erledige den Offizier auf der Treppe. Drücke 3, um das Gewehr auszuwählen. Okay, was haben wir denn hier? 1 ist die Faust, die holen wir, die packen wir aus. Oder das Gewehr. Okay. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Munition. Drücke E, okay. Scannen wir auch. Munition auch hier. Wunderbar, wunderbar. Haben wir hier noch was? Munition für die Pistole haben wir auch. Aber wie sehe ich das, ne? Wo steht denn das überhaupt? Was ich hier auswähle? Was? MP40 aufgehoben. Oh, ich bin jetzt hier gut equipped, ne? Also der Wahnsinn. MP40, ne? Wer liebt nicht die MP40? Nehmen wir aber erstmal hier die hier. So, kann ich da auch dazwischen wechseln? Oh, schaut euch das mal an. Also viel mehr Waffen als vorher. What, die Thompson auch noch. Also ich sag's euch, ne? Das ist Medal of Honor. Ne? Von wegen hier Mafia 2. Warte mal, drücke Steuerung links. Ah, okay. Warte mal. Ich häng fest, Kollegen. So, jetzt. Auf der Treppe! So. Und da oben. Oh, ja, sehr schön. Ich muss ja nichts machen. Die sind ja ziemlich gut hier, meine Kollegen. Zack. Wunderbar. Weiter geht's. Gefangenen haben sie wohl oben. Was haben wir hier? Brenne. Skeletta, du gehst voraus. Warte. Nein, Skeletta ist jetzt gerade ein bisschen verwundet. Vito übrigens. So, was haben wir denn da? Zack, auch du bist weg. Da, du bist auch weg. Wunderbar. Ja, läuft der Weg geschmiert, Mensch. Ich dachte, ich spiele hier Mafia. Die Tür, Skeletta. Tritt sie ein. Schon wieder ich, ne? Nur weil ich Italiener bin, oder was? Fassbar. Cool. Okay, cool. Tschüss. Wunderbar. Also. Sorry. Wir wollten euch retten. Was jetzt? Tür, ne? Geht's hier entlang. Hier. Los. Okay. Ich kann ihn nicht sehen. Oh, die Deutschen. Das der Italiener, ne? Nicht die Deutschen, das sind ja Italiener. Oh, ich sterbe jetzt gleich. Keine gute Idee, der Balkon. Weg. Komm. Oh, da war der Kollege, der weg. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. Lass mich, ich muss ein bisschen durchatmen. Maschinengewehr, hier. Ah, okay. Komm schon. Hier, Demokratie für alle. Hier, Vito bringt Demokratie aus den USA. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Und ohne nachzuladen natürlich, ne? Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ich sag's euch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da kommt ein Panzer, kann ich nichts machen, ne? Aber noch ein bisschen Demokratie verbreiten ist nie schlecht. Kann ich jetzt weg? Ich muss jetzt weg. Ich muss jetzt weg. Ich konnte nicht weg. Vito, renn! Renn, Vito! Mein Gott, ne? Eieiei, was für ein Einstieg, ich schwitze jetzt schon. Okay, ich tue es, keine Sorge, ich tue alles, was ihr mir sagt. Ah, ich... Oh, wollen die mich jetzt umbringen? Nein, hey. Hey. Wow. Oh.
Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Der Krieg ist aus. Was ist das denn hier? The Colonel? Und Kentucky Fried Chicken oder was? Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Carlo, er ist ein Mann des Volkes. Ich weiß nicht, was da stand. No, è davvero Don Carlo. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Es gibt für alle Hühnchen, lecker knuspriges Hühnchenfleisch. Sehr schön. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagt. Weil der Don das sagt, ne? Wie beeindruckend. Na, da seht ihr die Macht der Mafia. Also, hey, das war ein Einstieg gerade. Nochmal willkommen zurück. Oje, Kapitel 2. Trautes Heim. Da bin ich mal gespannt. 2 Jahre später, Empire Bay. 8. Februar 1945. Schön mit dem Zug ankommen. Als erster raus, ne, ganz wichtig. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Also der Joe, ne? Guter Kumpel anscheinend. Da ist es. Ich fahre nicht, ne? Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nee, sieht nicht, nicht so aus. Dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Carlo. Ohne Scheiß? Don Carlo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA. Auf die USA, ja. Auf die Perks der USA, wie es scheint. Die der Joe so feiert. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Er regelt das schnell mal am Telefon. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Oh, oui, Vito. Danke, okay, bis dann. Nicht so. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Ja, so läuft das, ne? Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich.
Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Joe, ne? Joe, der Typ. So. Ah, wir sind im Taxi. Ich fahre immer noch nicht. Wow. Also der. Danke, der Rest ist für Sie. Klingling, 2,25. Ja, das ist ja schön, mit Sounds. Benutze das Radar, um zu navigieren. Okay, da unten rechts, wunderbar. Wir sind in Little Italy. Schnell mal die Karte hervorholen. Zoom out. Ich hoffe nicht, dass hier das die ganze Map ist. Sieht ein bisschen bescheiden aus. Alles klar. Wir müssen also da lang. Hier gibt's Burger. Gehen wir mal schnell zum Burgermann. Hey. Du bleibst da. Kann ich was für dich tun, Kamerad? Ja, bleib hinter der Tür. Verzeihung. Nein, bitte. Hey, Vito, sieh einer an. Oh, hey. Siehst gut aus für einen, der gerade angeschossen wurde. Hey, Lisa. Alles klar bei dir? Francesca hat schon gesagt, dass du kommst. Endlich mal eine gute Nachricht. Ja, allerdings. Ja. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Hat sich viel geändert, als du weg warst. Sieht doch alles noch aus wie immer. Du übrigens auch. Sag, was machst du später noch? Ach, naja, das Übliche. Kochen für Toni und Kinder. Oh, du bist verheiratet? Hast nichts anbrennen lassen, was? Komm, Vito, ich bin 22. Da ist man verheiratet und hat zwei Kinder. Ja, war schön, dich zu sehen. Und grüß deine Mutter. Ja, damals war es so, ne? Ist ja nicht so wie heute. Erst mit irgendwie 40 mal anfangen, da ernsthaft irgendwas zu planen. Oh, übrigens, ne? Döner sehr gut durch. Genauso wie ich den mag übrigens. So richtig kross. Gefällt mir auch das. Ist das hier der Salat? Nein, das ist. Soll Eiscreme sein, ne? Sieht aber eher so aus wie Salat. Also, Döner mit allem bitte, ne? Und extra Soße. Scharfe Soße obendrauf. Kann ich hier was machen? Sie müssen was essen. Oh. Sie sind viel zu dürr. Hotdog, Sandwich, Kaffee. Gyros. Stolzbier. Okay. Flasche kaltes Bier. Wo sehe ich mein Geld? 27,75. Komm, ich gönn mir mal ein... Warum ist das? Cola? Warum ist das so schnell? Warum... Flasche Cola? Hotdog? Wann jetzt der Gyros? Für 0,17? Komm, Schnapper. Oh ja. Oh ja. Das haben die Italiener unten nicht, mein Freund. Das haben sie nicht. Also, gehen wir jetzt schnell zur Mutti. So, erstmal hier Gameplay ausprobieren. Ja, der lässt sich gut lenken. Hey, pass bloß auf. Alles klar. Hey, was soll das? Müssen wir mal wieder ausprobieren. Dauert auch nicht lang. Nichts da, ihr zwei. Er wird schön hier bleiben. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Lass ihn raus! Wir wollen mit ihm spielen! Hey, Georgie, komm jetzt! Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Ach komm, euer Problem. Krass. Also. Ja, das, was mir. Ja, sorry, ne? Ich bin gerade hier am Aufnehmen. Das, was mir sofort auffällt, ihr merkt es schon, die Grafik. Das ist eine Definitive Edition übrigens. Die Grafik ist eben nicht so wie von Mafia 1. Da haben die sich etwas mehr Mühe gegeben, sieht man, 1:1, ganz klare Sache, und auch auf Steam waren die Bewertungen dieser Definitive Edition gerade nicht so gut, im Schnitt ausgeglichen. Also, Mutti! Oh, ich dachte, ich kann sofort hoch. Sehen wir das hier? Sehen wir hier Scaletta, da unten links tatsächlich, seht ihr es? Briefkasten von Scaletta. Also, gehen wir jetzt schnell zu Mutti. Mutti, dein Sohn ist da. So. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Meine Junge. Ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen.
Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so froh. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppa di pollo. Mm. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Gut gemacht, Schwester. Wäre dein Papa nicht mehr bei uns, das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Was ist denn jetzt los? Oh, komm, Vito, leg los. Questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Vedi anche coloro che non hanno e rendici partecipi. Ja, so ist es bei den Italienern damals, ne? Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Hast mir eins gemacht oder hast mir mein Bett gemacht? Mama. Ciao, Franny. Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich hab einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Schulden? Papa hat Schulden? Wusstest du das, Mama? Wie geht es dir, mio bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Alles okay, Ma. Meistens habe ich einen Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Ich habe paar Mussolinis Männern Demokratie beigebracht, ne Mutti? Das lernt man so in der Army. Also, los geht es. Das ist mein Bett. Oh, mein Pferdchen. Hier, schnell die Tür zu. Ich will alleine sein. Erstmal umgucken. Ja, sieht nach meinem Zimmer aus. Vor allem die Tapete da oben, das ist mein Stil. Das ist mein Stil und ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Kann man wohnen. Also, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen früh. Tschüss.